böse Falle, liebe Freunde. Der erste Herbststurm ist da. Hier weht es wie verrückt. Ihr hört es sicherlich auch am Ton. Das ist ja fast wie an der Ostsee. Aber es ist sehr ungemütlich, das Wetter. Aber es regnet nicht. Und das ist ja schon mal die halbe Miete, wie man so schön sagt. Heute ist es nochmal eine Nachbegehung, auch auf einem Acker. Will ich kurz mal antesten, ob da vielleicht doch noch was rumlümmelt im Boden. Ja, und da werde ich jetzt mal schauen. Jetzt baue ich die Maschinen zusammen und dann geht's los. Ja, und gleich auf dem Anmarsch zum Feld hier auf der kleinen Wiese. Habe ich das erste gute Signal. Und da liegt's drin, schaut. Und gleich eine Münze. Der Boden ist immer noch sehr, sehr trocken. Schwer zu sagen, um was es sich handelt. Ich glaube ein 2-Pfennig-Stück. Aber das werden wir dann erst mal sehen. Nach dem Saubermachen. Hier wieder ein ganz gutes Signal. 73, 75. Schauen wir mal. Hier übrigens schaut, abgebrochene Baumstämme vom letzten Jahr, von den Herbststürmen. Aber jetzt geht es schon wieder so los mit den Stürmen. Ich wollte eigentlich vielleicht nachher noch ganz kurz in den Wald. Ja, aber wenn der Sturm nicht nachlässt, werde ich das lassen, denn das ist mir einfach zu gefährlich. Denn es besteht ja immer die Gefahr, erschlagen oder angeschlagen zu werden durch herabfallende Äste. Aber jetzt schauen wir erstmal hier, was hier drin ist. Allzu tief sollte es nicht liegen. Ja, jetzt mal gucken. Da muss es drin stecken. Hoffen wir mal, dass es kein Kronkorken ist. Ja, ich kann noch nichts entdecken. Pinny der Pointer tut. Aber oh, da ist es. Ja klar, Live-Dick. Wie soll es anders sein? Sah zuerst aus wie eine Münze, aber ist so ein Eternitnagel. Ja, Schrott-Trash-Abfall. Wie so oft. Aber man gräbt ja gerne. Denn das Graben ist meine Mission. Jetzt sind wir auf dem Acker. Hier habe ich ein Film gemacht. Schöne Patina. Ja, ein Scharnier, würde ich sagen. Zahn von einer Ecke.
hatten ja wieder mal einen Haken, aber diesmal ohne ellenlange Kette. Die Sache hat einen Haken, wie so oft. Und ich habe ihn gefunden. Ein Zündhütchen von einer Schrotpatrone. YouTube. Staniolpapier-Scheiß. Hier haben wir eine kleine Bleiplombe gefunden. Hier sitzt sie drin, man kann es genau sehen. Eine Münze. Da muss es drin sitzen. Ich sehe schon, schaut hier, ein Vogelring. Aus Kunststoff mit Aluminium von 1990, glaube ich. Und ein Oberflächenfund, ein kleines Bleigeschoss, ein Projektil. Ja, und hier haben wir noch mal einen kleinen Knopf gefunden. Also ein Fragment eines Knopfes, der sogar etwas gemustert ist, glaube ich. Wir werden es gleich sehen. So, der Sturm hat etwas nachgelassen. Deswegen bin ich jetzt noch mal in den Wald gegangen und auch gleich ein gutes Signal gehabt und ein fettes Bleigeschoss, ein fettes Projektil gefunden. Drei Ringe aus Blei, denke ich. Naja, immerhin. Ganz schön steile Gegend hier. Ja, und hier mitten auf diesem, ja, ich denke mal, es war mal ein Weg, ein gutes Signal gehabt und da liegt sie drin, schaut, wie schön, eine Musketenkugel, auch schon lang nicht mehr gefunden. Und auch noch schon schön rund, hat vermutlich also sein Ziel verfehlt. Und hier wieder ein ganz gutes Signal. Oh, da ist es. Was ist das? Hey, das sieht ja hübsch aus. Scheint aber aus Aluminium zu sein. Da werde ich jetzt mal nichts machen. Vielleicht irgendeine Applikation, weiß ich nicht. Ja, das werde ich zu Hause reinigen und es euch dann zeigen. Prima, Mensch. Boah, Leute, ich bin ganz fertig und habe eben oder beziehungsweise vorhin meinen Spaten vergessen. Und das ist mir eben jetzt vor, 20 Minuten erst aufgefallen. Jetzt musste ich ewig lang suchen, wo ich beim Pinkeln war, denn da habe ich ihn abgestellt.
Ja, man wird nicht jünger. Langsam sollte ich mir mal Gedanken machen, ob ich mir nicht einen Blindenhund anschaffe. Scheiße, echt. Aber ich habe ihn jetzt wieder und jetzt kann es weitergehen. Oh. Ja, hier geht's bergab. Hier waren wir vorhin schon mal, als wir die Musketenkugel gefunden haben. Ich musste ja den Weg wieder zurückgehen, weil ich ja den Spaten vergessen hatte. Ich Blödmann. Ja, und das wollte ich euch noch mal zeigen. Von oben, wie es hier bergab geht. Und das ist eigentlich viel steiler, als man sieht. Und hier, ich habe schon mal vorgegraben. Da muss auch was drin sein. Oh, ich sehe schon. Ah, wie geil. Ich glaube, das ist ein Bronzering, ein großer. Und der ist mal richtig gut erhalten. Boah, klasse, hey. Ist es Eisen? Nein, ich glaube, es ist Bronze. Wahnsinn, Hammer. Das freut mich ja total. Der kommt bestimmt super raus, wenn er sauber ist. Hier nochmal eine Musketenkugel. Die zweite. So, Freunde, jetzt bin ich nochmal auf einer Wiese, auf einer anderen Wiese, sehr schön eingerahmt von Wäldern. Ja, und hier, ich sehe schon Vorspitzen, oh, ein Schlüssel, eine Art Schlüssel, wohl auch aus Bronze abgebrochen. Naja. Vielleicht aber soll es auch eine alte Lupe sein. So, das wird eine meiner letzten Ausgrabungen sein für heute. Schaut, hier steckt sie drin. Noch eine scharfe Gewehrpatrone. Ja. Noch nicht abgefeuert, das Teil. Sieht ja noch richtig gut aus. Naja, das werde ich dann meinem Landwirt mitbringen. Wie gehabt. Mit Sicherheit der letzte Fund für heute. Eine gemeine Abziehlasche. So, Freunde, jetzt ist Feierabend, jetzt mag ich nicht mehr. Der Wind hat wieder aufgefrischt und ich bin auch ganz zerzaust. Ihr seht das ja. Und es ist schweinekalt. Das merke ich erst jetzt, wo ich im Wagen bin. Ein paar ganz gute Funde haben wir ja gemacht. Jetzt hoffe ich, dass das Wetter nicht total umschlägt und schlecht wird. Denn im Regen sonntelt es sich natürlich nicht so gut. Gut, das war's. Euch eine gute Woche. Lasst es krachen, egal wo ihr seid. Haut rein. Den Sondlern wie immer schöne Funde. Den Zusehern wie immer viel Spaß mit den Videos. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder, wenn ich unterwegs bin. Bis dann, macht's gut. Euer Sondelandi. Ciao.